Ich habe schon ein paar Gefängnisaufstände erlebt, aber das hier ist... Ja, Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, Freunde. Und ja, ich würde sagen, hier haben wir wieder Infos zu einem Panzerwagen. Ich würde sagen, dass ich das erstmal mache, Freunde. Und dann geht es dann höchstwahrscheinlich weiter mit der Story drin. Dann werden Sie vorsichtig. Ach, Scheiße, was hab ich gemacht? Den verhören wir jetzt erstmal hier. Bevor es jetzt weitergeht. Reden wir über den Riddler. Ich sag dir alles! Danke. Der Scanner hat gerade einen Panzerwagen aufgespürt, Sir. Die verstärken die Schutzmaßnahmen für ihre Lieutenants. Seien Sie vorsichtig. So, dann wollen wir mal den Panzerwagen ausschalten. Was hat Scarrow vor? Er soll die Fledermaus einfach töten. Diese ganzen Pläne machen mir Kopfschmerzen. An alle Unterstützungsteams, Batman verfolgt mich. Schickt Hilfe nach Chinatown. Position, wir schalten ihn aus. Hier ist wieder Feuer. Firefly. Das machen wir dann auch gleich dann erstmal. Du kannst mich nicht aufhalten. Nein! Wow. Miliz hat noch einen Lieutenant verloren. Den werden wir mal auch ausschalten hier, den Grünen. Riddler, rede, solange du noch kannst. Ich sag dir alles, was ich weiß. Muss reichen. So. Selbst jetzt setzen sie auf dich, die unfähigen Behörden. Gehen wir erstmal dahin zum Feuer. Alle Augen und Hoffnungen ruhen auf dem Mann, der seine Freunde ist. Na, Firefly. Scarecrow versprach mir Gotham als Zunder für meine Flammen. Soll das Feuer dich umgeben?
kannst mich nicht aufhalten, Batman! Gotham wird morgen nur noch Asche sein! Noch eine Begegnung mit Firefly? Wie beim letzten Mal. Er greift die Feuerwachen an. Er fühlt sich wohl persönlich angegriffen. Pass auf die anderen Wachen auf, Alfred. Sag mir, wann er angreift. Fürchte das, Mann. Ich wünschte, Scarecrow würde mal einen Witz erzählen. Auf geht's zum GCPD, Freunde. Schön, dich zu sehen, Batman. Hey, Batman, wie geht's? Du arbeitest für den Riddler. Was? Du bist ja irre! Batman ist durchgedreht, Leute! Was machst du da, Batman? Hör auf! Weg von ihm, Batman! Keine Ahnung, wovon er da redet, Leute. Bist du sicher? Okay, okay. Ich helfe Nick mal manchmal. Sag ihm, wenn Gordon ihm auf den Fersen ist, verteilt seine dämlichen Trophäen überall. Sowas halt. Aber das ist alles. Ich bin kein schlechter Mensch. Wirklich. Das ist mir egal. Hey, du kannst mich hier nicht reinwerfen. Ich bin Polizist. Jetzt nicht mehr. Tja. Hat gehört, es lief nicht so gut auf diesem Luftschiff. Die Männer hier sagen, wir haben dich nass. Hey, Mann. Alles in Ordnung? Pass auf dich auf. Hey, ganz ruhig. Wir stehen Objekt hier. Verdeckt. 26. Oktober. Ich habe die Archive durchsucht und stieß auf dieses kleine Juwel. Die Cops verhafteten einen Landstreicher, der mit Blackfire zusammengestoßen ist. Wir kriegen wohl langsam eine Vorstellung. Ah, okay. Rätsel gelöst. Oh, Jack. Okay. Siehst du, er ist okay. Lassen wir ihn. Was ist nur auf dem Luftschiff passiert? Scarecrow hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ist Gordon? Er sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash, es tut mir leid. Nein, sag nichts. Nicht sie. Wenn Gordon hierher kommt, sperren sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Keiner wird geortet. Objekt außer Sichtweite. Hä? Hä, das muss das doch sein, das Riddler-Rätsel. Aus einem früheren Leben gleich. Wozu eine Hand, wenn ein Haken auch reicht? Wenn ein Haken auch reicht. Das muss das doch sein. Objekt außer Sichtweite.
Hä? Ach egal, scheiß drauf. Ich hab eh nicht vor, alle Rätsel zu lösen. Ich weiß, dass der Chief es nur gut gemeint hat. Nein, ich wollte nicht mit dem Feuerwehrmann sprechen. Ich wollte mit Aidi sprechen. Ich brauche deine Hilfe. So wie ich das sehe, brauchst du ein Wunder. Warum macht dir das Gas nichts aus? Du hast Angst. Hättest du auch, wenn du wüsstest, was Scarecrow vorhat. Und warum sollte ich dir trauen? Weil ohne deine Hilfe jede einzelne Pflanze in dieser Stadt sterben wird. Wegen diesem Wunder. Ich habe eine Spore als Gegenmittel für Cranes Gift entwickelt. Einfach, wenn man weiß, wie und Pflanzen auf Molekularebene manipulieren kann. Könnte das die ganze Stadt schützen? Theoretisch. Aber allein schaffe ich es nicht, genug davon zu produzieren. Dann besorgen wir dir Verstärkung. Wohin? Die botanischen Gärten. Das sind die ältesten Pflanzen Gothams. Sie verraten mir, was wir tun müssen. Bring all die zu den botanischen Gärten. Okay, alles klar. Dann machen wir das mal. Cash, das Rolltor öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Sieht unfreundlich aus. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltor und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mach auf. Lass dich nicht umbringen. Da ist der Panzer. Ich muss seine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. Auf diese Entfernung muss ich zum Scannen auf das Ziel zoomen und fokussieren. Essentielle Einheiten gegen Umgehen räumen. Das Webmobil beherrscht diese Straßen nicht. Die Rückseite ist gescannt. Jetzt muss ich die Seiten scannen. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Okay. Damit wäre die rechte Seite gescannt. Nur noch die linke Seite scannen. Nur noch die linke Seite, alles klar. Cobra-Drohne würde das Batmobil nach ein paar Schüssen in Stücke reißen. Und ihre Panzerung kann von den Waffen des Batmobils nicht durchdrungen werden. Sie hat aber eine Schwachstelle. Der hintere Auspuffstutzen führt direkt zur Energiequelle. Ein gut platzierter Schuss mit dem 60mm Geschütz sollte sie ausschalten. Alles klar. Ich muss aus der Reichweite des Panzers raus, bevor ich das Batmobil rufen kann. Auf dem Radar kann ich die Drohne verfolgen, damit ich die Auspuffstutzen von hinten anvisieren kann. Zerstört? Unmöglich. Wir wissen, welches Kaliber er einsetzt. Die Panzerung hätte standhalten müssen.
Man kann nicht einfach einen einzelnen Kampfpanzer einsetzen und erwarten, dass er ihn zerquetscht. Batman ist zu gut dafür. Phase 2 des Angriffsplans aktivieren. Alle Cobras in Formation einsetzen. Mr. Wayne, ich hoffe, der Panzer hat Ihnen keine Probleme bereitet. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass das angeforderte Batmobile-Upgrade beim Uhrenturm auf den Einbau wartet. Falls der Wagen überhaupt noch ganz ist, natürlich. Danke, Lucius. Alles klar. Okay. Auf geht's zum Uhrenturm. Hart gekämpft, Ben. Aber deine Suche nach dem Cloudburst steht noch ganz am Anfang. Ich verhöre mich immer kurz. Rede! Sonst breche ich dir den Schädel auf und hole mir so meine Antworten. Ich rede! Weise Entscheidung. Scarecrow entscheiden muss, nehme ich den Stromausfall. Sir, ich fürchte, drei weitere dieser Cobra-Panzer sind jetzt im Einsatz. Danke, Alfred. Ich muss sie ausschalten, bevor ich Ivy absetze. Okay. Der kommt runter. What the fuck? Ganz verdammt. Hier ist nichts. Er ist fort. Patrouille hier wieder aufnehmen. Er wird schon einen Fehler machen. Das kann ich jetzt nicht machen. Da ist ein Panzer. Yo!
ausmachen. Weiter mit der Patrouille, Commander. Sir. Locker easy. Es wird nicht reichen. Du kannst das nicht gerade biegen. Heute Nacht wird Gotham untergehen und ich werde zusehen, wie du stirbst. Versuch mich in einem Stück zum Botanischen Garten zu bringen, Batman. Oder dein Wunder fällt aus. Oh mein Gott, das war so klar. Ah, somit sind jetzt ausgeschaltet, okay. So. So. Oh, wieder so ein Panzerwagen. Ich brauche Hilfe. Dann machen wir das jetzt. Ja, doch, bin ich. Na komm schon. Die Miliz hat einen weiteren Lieutenant verloren.
Ausgezeichnet, Sir. Es dürfte nur noch die Hälfte übrig sein. So, jetzt geht's aber zu den botanischen Gärten. Er wird die Stadt nicht mehr wiedererkennen, wenn wir fertig sind. Ach egal, scheiß drauf. Er kann sich dann nirgendwo mehr verstecken. Geht's jetzt zu den botanischen Gärten. Da wären wir, Ivy. Was jetzt? Sieh nur. Sie ist älter als die gesamte Menschheit es ist. Sie hat noch immer große Macht. Aber sie ist schwach, vergiftet durch Jahrzehnte der Verschmutzung. Allein kommt sie nicht gegen Scarecrows Gift an. Dann brauchen wir noch eine. Es gibt keine zweite wie sie. Nicht mehr. Obst du denn? Menschen. Sie wurden gestutzt, überbaut, bekamen kein Sonnenlicht mehr. Wenn ich die Wurzeln finde, kannst du sie retten? Sie sind verloren. Vergraben unter den Betonmonstern. Wie willst du... Je größer die Pflanze, desto tiefer die Wurzel. Warte hier. Ich finde einen Weg, sie zu befreien. Lucius, ich muss ein uraltes Wurzelsystem verfolgen. Es verläuft tief im Untergrund. Ich kann sicherlich etwas zusammenbauen, aber es wird etwas dauern. Kommen Sie vorbei, wenn Sie bereit sind. Danke, Lucius. Alfred, gib mir ein Update für Gothams Fahndungsliste. Mal sehen. Nightwing hat einen weiteren Truck des Pinguins verfolgt. Das sollte uns zu einem weiteren Depot führen und uns die Gelegenheit bieten, Cobblepot von seinen Waffen zu trennen. Wir haben einen Raubüberfall in der Bank of Gotham in Chinatown. Die Überwachungsaufnahmen entlarven die Täter als Vertraute von Two-Face. Hat Mr. Dent seine Münze verlegt? Was immer er will, er muss gestoppt werden. Danke, Alfred. Okay. Wir haben drei Sachen. Infos über Pinguins Waffendepots, dann Azrael und Two-Face. Ich würde sagen, dass wir erstmal Azrael machen, Freunde. Ja. Ein Polizeihubschrauber hat ein brennendes Fledermaus-Symbol auf einen Narren Otisberg gemeldet. Ich glaube, Azrael ist für ein weiteres Treffen bereit. Also, wessen Kehle schlitzen wir zuerst auf? Oh. Okay. Kann ich ja noch gar nicht rüber. Da ist wieder Feuer, aber wir können hier noch nicht rüber. Da ist Firefly. So, wo haben wir es denn? Ich habe den Hof der Divinity Church nicht ohne Grund für meine nächste Herausforderung ausgewählt. Du kannst doch gleich mal verzweifelt um göttlichen Beistand bitten.
Ich bin bereit für eine weitere Herausforderung. Oh, so ein großer. Oh, und direkt schon verkackt. Weiche den Angriffen aus, um dich zu beweisen. Versuch's nochmal. Los! Du kannst mich nicht besiegen. Zack, der Große ist weg. Und so, geht doch. Du hast Können bewiesen. Ich kehre zurück, wenn du für die nächste Herausforderung bereit bist. Egal wie schwer der Test auch ist, ich obsiege. Wieder eine gute Darbietung, Sir. Er hat Ihre Kampftechnik während seiner Zeit in Arkham City eingehend studiert. Erste Tests zeigen, dass sein Kampfstil mit dem Ihren fast identisch ist. Es braucht mehr als das, um diese Stadt zu verteidigen. Das stimmt. Ich vergleiche die Daten aus diesem Zusammentreffen mit dem vorigen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich irgendwie helfen kann, Sir. Okay. Kann sein, dass wir gar nichts im Gesicht kriegen. Freunde, ich würde jetzt noch sagen, dass wir jetzt hier noch so einen Turm machen werden. Und dann würde ich sagen, war's das dann erstmal wieder fürs Erste mit Batman Arkham Knight. Ja, das machen wir jetzt noch, Freunde. Und dann war's das dann erstmal wieder fürs Erste. Ja. Okay, wie gehe ich jetzt am besten vor? Es heißt, Batman war nicht aufzuhalten, als er durch die Luft. Und hier denn? Ein paar von den Jungs hatten echt Glück, dass sie überlebt haben. So. Dann so. Und dann so. Okay. Batman wird in die Lautbörse nicht gewinnen. Er kann nicht leisten. Sie bewegt sich! Ich brauche Hilfe! Verdammte Sturm! Scheiße, kaputt! Ich brauche Sturm! So. So. Perfekt. Freunde, dann würde ich sagen, was ist jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Batman Arkham Knight. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Batman Arkham Knight. Und es gibt wieder Infos zu einem Panzerwagen. Okay. Okay, beim nächsten Mal, dann erstmal, bevor wir die Story weitermachen, erstmal nehmen. Mission, Pinguin, Two-Face und einen Panzerwagen zerstören. Okay, ja, Freunde. Das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, Freunde, damit ihr keine Folge von Batman Arkham Knight verpasst und auch keine anderen Videos. Und ja, Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Soccerboy,
Game over. Ciao.